Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play XIII oder auch 13 oder auch Leck mich. wir sind letztes Mal hier halbwegs mit General Carrington rausgekommen aus der Basis und jetzt werden wir sie verlassen mit ihm und der Seilbahn. Hoffentlich. Komm, mein Sohn, lass uns die Sicherung suchen. Ich bin nicht dein Sohn. Gut, wir müssen offenbar irgendeine Sicherung suchen. Die Sicherung, die ihm durchgebrannt ist. Gut, hier sind wohl offenbar zwei Wachen. Dass ich nicht lache. Befreie uns von diesen Komikern. Ich briefe Jones. Hast du den Laptop dabei? Hallo. Och Mann, ich vergesse immer, es gibt gar keine Kugelballistik. Manu. Ja, wo sind diese zwei Komiker? Ja, natürlich sind sie. Komm, verarsch dich alleine. Alarm! 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 So, sonst noch jemand, der Alarm schreien möchte. Ja, wunderbar. Da denkt man kann mal ein bisschen Stealth machen. Stealth ist heute nicht drin, gibt's heute nicht. Bist du hier? Die sich kein Panzerglas leisten. Haha, noob. Tschüss. So, die Seilbahn ist schon mal soweit sicher. Da bin ich mir fast sogar sicher. Gut, hier gibt es einen Ausgang, hier gibt es einen Eingang. Da gibt es einen Toten. Ich habe einen Pass gefunden. Hey, ich habe einen Pass gefunden. Ich bin jetzt jemand. Toll. Wem sollte das was nützen? Ach, guck mal. Sie benötigen eine Sicherung. Ja, okay, jetzt wissen wir schon mal, wo die Sicherung rein muss. Jetzt müssen wir nur die Sicherung finden. Ja, schön. Gut. Und tschüss. Sicherung, Sicherung, Sicherung. Wenn ich an die Sicherung wäre, wo würde ich mich verstecken? Da drinnen. Glaube ich. Bin keine Sicherung, deswegen weiß ich das nicht. Miep. Ich wollte doch nicht Q drücken. Gut, jetzt haben wir die Sicherung. Alles klar. Ich wollte dich töten, Alter. Lass uns hier verschwinden. Ja. Hast du das gehört? Nee. Gib mir Deckung. Geh auf den Kopf. Geh auf die Muschi. Oh, ich bin Superman, ich trifft nicht ein einziges Mal. Aua. Aua, Junge, ja, Luki bin ich. Kümmert euch um mich und nicht um den Penner da. Was ist das denn für ein Wichser? Der ist gleich tot, Alter. Alter, ich finde dich voll krass, nicht krass, Alter. Fick dich. Ja, nee, toll. Wenn er stirbt, ist das eure Schuld. Das ist deine eigene Schuld eigentlich. Ja, da musst du doch die... Hier. Friss. Na, was leckst du denn? Setzen Sie die Seilbahn in Kraft? Ja, gern, aber wo? Wo soll ich das nur tun? Wahrscheinlich im gleichen Raum, wie ich die Fuse einbringen musste. Nicht. Nein, na nicht. Hä? Willst du mich verarschen? Och, Mädels. Herr Gimini. Was ist denn das hier? Wissen wir nicht. Gut. Ist ja auch nicht so wichtig, ob wir nur wissen, was das ist oder nicht. Aber hier ist hoffentlich... Aha. Aber Feuer? Nee, ist ja nichts. Gut. Treffen Sie gar nicht anders, das ist ja immer eine Kabine. Warum er die zu sein tut. Hier, Herr Junge, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, mein erst Gameboy. Was ist das? Hallo. Mein Papa wollte mir gerade den Gameboy schenken, jetzt verpiss dich. Wo ist denn der Typ hin? Arschloch. Nimm, die werden uns nicht einfach entkommen lassen. Ja, was soll ich denn nehmen?
Ein Scharfschützengewehr. Hui. Level abgeschlossen. Ja, okay. Das Level ist zu kurz, um Cut zu machen. Nein, nein, nein. One-Eye-Bird. Gedächtnisschwund ist. Ah, laut! Wir hätten die Mistkerle beinahe gekriegt. Als du verschwunden bist, warst du kurz davor, die Identität von Nummer 1 aufzudecken. Aber davon weißt du natürlich nichts mehr. Hör zu, es gibt 20 von ihnen. 20 Verschwörer, die sich hinter Nummern verbergen. Captain Steve Rowland gehörte dazu, die berühmte Nummer 13. Er hat den Präsidenten getötet. Aber seine Kameraden haben ihn verraten und Mongoose beauftragt, ihn zu eliminieren. Jetzt ist er tot. Aber wer bin ich dann? Wenn wir das wüssten. Auf jeden Fall bist du laut. Gut, tatata. Bringen Sie Carrington zu Jones Helikopter. Hast du immer noch 13 HP? Pass auf! Runter! Du blöde Sau. Ja, das sehe ich auch. Und zweimal auf die Fresse. Gut, du willst einen Haken befestigen, ja. Das kann ich verstehen, aber Haken sind nicht die Lösung. Aber doch nicht Team Say. Hier. Hui. Die Steuerung macht mir aber noch zu schaffen. Ein bisschen. Bams! Hier lang. 100. Hier im Gang mit uns. Hinterkopf. Aua. Was ne Luelle. Du blöde Vieh. In Deckung. Ja. Toll. Vorsicht, da sind sie wieder. Ja, dann siehst du halt so. Dass man nicht zielen kann, das regt mich schon ein bisschen auf. Und tschüss. Gut gemacht. Noch was. Alles okay? Ich die Luft rein? Ja, kick doch raus. Los geht's. Der Hubschrauber ist hinter dem Hügel. Wir schaffen es. Na, sagst du. Wieso holt er sich mein... Auf 2 Uhr. Geht schon. Verdammte Arschgeier. Wieso holt er sich der Wichser nicht meine Waffe? Ich meine, hallo? Das ist ein General. Vorsicht. Warte hin. Mit Rakete. Go! Go! Das ist gut gesagt. Du. Ah, noch weiter. Hinter mir. Wechsel. Die Schlampe hol ich runter. Nicht schießen, das ist Jones. Ping. Ich kann die Maschine nicht starten. Ich brauche Ihre Hilfe, General. Folgen Sie mir. Toll. Na, guck mal, was hier ist. Jetzt ist frisch. Oh, was habt ihr nicht hier rechnen, hör, ihr Luschen hier. Ha. Schnell weg. Level abgeschlossen. Hey. Und wieder laut. Dark Valley. Das war ziemlich unterhaltsam, General. Aber wird es nicht Zeit, mir zu sagen, wer ich bin? General? Hallo, General. Empfangen Sie mich?
Ich höre Sie, Kim. Bleiben Sie im Haus. Wir holen Sie da raus. Bleiben Sie im Haus, wir holen Sie da raus. In was für ein Schlamassel wird sie uns wohl diesmal reinziehen? Okay, Kurs 270. Der Kelani-See liegt nur ein paar Meilen von hier. Falscher Alarm! Das war das falsche Haus! Wir können das Ziel nicht lokalisieren! Such weiter! Mangus ist auf dem Weg! Okay. Wie schön, dass sich das Spiel wirklich nicht dran hält, was man wie sagt über Lautstärke. Okay, bevor wir Charlotte finden, machen wir mal wieder ein kleines Päuselchen, weil sind ja wieder viele Zeitminuten vergangen getan. Und ja, bis zum nächsten Part.